Ja, ich heiße Adrian Kanzig, ich bin 36 Jahre alt und ich arbeite im Referat 62 Vermessung und Kataster. Seit 2013 jetzt bei der Stadt Gelsenkirchen. Nicht jede Gebäudeeinmessung ist gleich. Ne? Schon allein, wenn man sich bei den Bürgern anmeldet, man weiß nie, wer da jetzt die Tür aufmacht. Ne? Da wird ein Kaffee angeboten, dann wird mal ein bisschen geplauscht. Andere interessieren sich sogar für die Arbeit, die wir machen. Sag mal, wann kommt man schon mal 500 Meter in so einen Straßenbahntunnel, wenn auch die Bahn noch in Betrieb ist. Ne? Also das war jedenfalls schon aufregend. Da hatten wir ein SIPO, also ein Sicherheitspersonal, und der hat dann alle 10 Minuten getrötet, dass wir mal zur Seite gehen sollen, weil da eine Bahn kommt. Ne? Also das erlebt man nicht jeden Tag. Ne? Das heißt, das ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. Man macht nicht jeden Tag das Gleiche. Also bei meinem anderen Arbeitgeber hat man mit ziemlich alten Instrumenten auch noch gearbeitet. Und da muss ich sagen, jetzt hier in Gelsenkirchen, wir haben so das Neueste, was es so auf dem Markt gibt. Und da ist die Verwaltung in unserem Bereich relativ offen. Im Vermessungsbereich so, dass man in der Verwaltung auch teilweise besser verdienen kann als in der Privatwirtschaft. Ich habe zwar jetzt auch einen kleinen Sohn bekommen, der ist 8 Monate alt. Ich werde jetzt in Elternzeit gehen, aber von anderen Kollegen habe ich jetzt auch die Infos, dass da eigentlich Teilzeitarbeit oder sonst irgendwas eigentlich nie ein Problem ist. Also da ist man bei uns in dem Bereich eigentlich sehr flexibel. Ja, was ist für mich Gelsenkirchen? Als erstes, klar, Fußball, Schalke gehört zu Gelsenkirchen. Verschiedene Charaktere, manche sind einfacher, manche sind schwieriger. Als erstes würde ich sagen, ist Gelsenkirchen meine Heimat. Ich sehe Gelsenkirchen auch noch nicht mal so als Stadt, sondern eher so als ein Stadtteil des Ruhrgebiets. Also wenn man sich so vorstellt, wenn ich mitten in Gelsenkirchen bin und 10 Kilometer in jede Richtung fahre, dann könnte ich theoretisch in 5 anderen Städten landen. Und ich finde, Gelsenkirchen ist im Ruhrgebiet ziemlich zentral und für mich ist das irgendwie ein Stadtteil. Ne? Wir sind ein bunter Haufen.